Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und ich habe gute Neuigkeiten. In Trier sollen bald die Hallen wieder öffnen und Tischtennis soll wieder möglich sein. Ja, ich bin da mit dem TDC Grün-Weiß-Zeven im Kontakt und ab nächsten Dienstag soll es losgehen und ich darf da auch mittrainieren. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und dann nehme ich gerne wieder Abwehrübungen für euch auf. Daher die Bitte an euch oder einfach die Möglichkeit für euch, wenn ihr irgendwelche Abwehrübungen spielt und da Probleme habt, Inspirationen braucht, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich genau zu dieser Abwehrübung ein Video und erkläre, worauf ihr achten könnt, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen verbessern könnt. Oder generell Übungen, an die ihr euch nicht traut. Ja, wo ihr einfach mal ein bisschen Input braucht. Ja, alles rund um das Thema Abwehrübungen werde ich dann ab nächster Woche hoffentlich fortsetzen können, wenn es jetzt nicht noch auf einmal eine Kehrtwende gibt bei den Corona-Inzidenzen. Aber genau, alle Wünsche, die ihr zu Thema Abwehrübungen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Da mache ich dann gerne Videos zu. So, das war erste gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, ich war jetzt hier ein bisschen inaktiv auf dem YouTube-Kanal, weil das natürlich davon lebt, dass man Videos macht und nicht nur einfach Sachen kommentiert, wie ich das jetzt mache. Aber habe jetzt mit meinem Zwillingsbruder einen Tischtennis-Podcast gestartet. Ich habe ja in einem anderen Video mal erwähnt, dass wir schon einen Zwillings- und Laber-Podcast haben. Da nennen wir uns sehr kreativ einfach Twins Talk. Und jetzt waren wir noch mal kreativer und haben unseren Tischtennis-Podcast Twins Talk Table Tennis genannt. Ja, und da geht es wirklich rund um das Thema Tischtennis. Nicht nur ums Abwehrspielen, aber gerade auch um Tipps für Abwehrspieler. Denn dieser Podcast dient auch als Ergänzung zu diesem YouTube-Kanal. Also da gehe ich auch auf Fragen ein, die unter diesen Videos gestellt werden, ja, wo es sich jetzt gerade nicht lohnt, beziehungsweise wo es gerade nicht die Möglichkeit gibt, Videos zu machen, weil die Hallen ja noch zu sind. Also checkt den Podcast gerne aus, Twins Talk Table Tennis. Und neben dem Thema Abwehr geht es auch darum, mein Bruder und ich sind ja TTBL-Kommentatoren von TTC Schwalbe-Berg-Neustadt und wir wollen da einfach über die Top-Spieler berichten, so was es da für Neuigkeiten gibt. Und auch Gästen die Möglichkeit geben, etwas über ihre Spielvorbereitung oder irgendwelche Anekdoten zu erzählen. Und wir hatten auch zum Beispiel schon Benedikt Duda zu Gast und der hat ein bisschen erzählt, wie er sich auf Olympia vorbereitet. Also es geht generell um alles, was das Tischtennis Herz begehrt. Genau, das ist die zweite gute Nachricht. Dann dritter Punkt ist, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen angreifen im Tischtennis und mein Spielmaterial wechseln. Ja, ich spiele schon bestimmt 7-8 Jahre lang dasselbe Material. Falls ihr nicht wisst, was ich spiele, ich habe dazu ein Video gemacht, das verlinke ich hier oben mal. Guckt euch das gerne an. Aber jetzt bin ich auf der Suche sowohl nach neuem Holz als auch nach neuem Rückhandbelag. Grundsätzlich mit dem Tenergy 05 auf der Vorhand bin ich zufrieden. Den muss ich nicht unbedingt wechseln. Aber wenn ihr da Inspiration für mich habt, ihr kennt ja mein Spielsystem, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare, welches Holz könnt ihr empfehlen, welchen Abwehrbelag für die Rückhand. Und da wäre ich euch dankbar für. Ich will jetzt ein bisschen was ausprobieren. Ich habe jetzt noch ungefähr 3 Monate Zeit, bis die Saison losgeht. Und wenn es möglich ist, wenn die Hallen wieder aufmachen, möchte ich die Zeit nutzen, um ein bisschen neues Material auszuprobieren. Gut, ja, dann noch zum Abschluss gibt es ein kleines Tischtennis-Video. Ja, ich habe ja mit Julian Rosbach, dem Abwehrspieler aus Sulzbach, oft trainiert. Und es gibt tatsächlich noch zwei ganz gute Ballwechsel, die ich noch nicht auf YouTube veröffentlicht habe. Die gibt es jetzt schon mal, um ein bisschen die Lust an neuen Tischtennisübungen bei euch zu wecken.
viel Spaß, schaut sie euch gerne an. Und ja, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr hier diesen YouTube-Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, oder den Podcast Twins Talk Table Tennis abonniert und ja, dann auch fleißig kommentiert, was ihr für Übungen sehen wollt von mir und was ihr mir für Spielmaterial empfehlen könnt. Danke fürs Anschauen des Videos und ja, euch dann viel Spaß, wenn es bald wieder möglich ist zu trainieren. Probiert gerne die Übungen aus, die ich schon hier auf YouTube zur Verfügung gestellt habe und ja, einfach viel Spaß wieder beim Tischtennis. Euer TT Defender.